Es ist schön, endlich mal wieder einen Deutschen bei dem Replay of the Week begrüßen zu dürfen und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks mit dem Löwen heute. Ja, Kant ist Lakeville und wir sehen, es ist ein Begegnungsgefecht. Er ist hier Top-Tier, das ist natürlich schon mal ideal für das, was er vorhat. Und ich denke, so wie ich das sehe, dürfte das eine feine Runde werden mit ganz viel Credits am Ende des Tages. Ich kann euch schon mal verraten, brutto gab es dafür fast 200.000 Credits, also das ist schon wirklich sehr beachtlich. Und jetzt schauen wir mal, wohin er fährt. Sehr gut, er fährt nicht ins Tal, weil wie gesagt, gerade mit dem Löwen ist das jetzt so ein Panzer, wo ich gleich zweimal ins Tal fahren würde. Bodenwiderstände hat er keine guten, der kommt in dem Areal gar nicht wirklich gut vom Fleck. Und dann kann er da auch nicht wirklich so toll arbeiten. Deswegen lässt er hier mal alles sein. Auch die Mitte ignoriert er. Auch das ist richtig. Da gibt es auch Panzer, die da definitiv besser für gemacht sind. Und er fährt hier Richtung Stadt. Aber nicht ohne das ein oder andere Haus und den ein oder anderen Zaun zu beschädigen. Er wollte hier einfach möglichst weit wegbleiben. Davon, dass er gar nicht erst aufgedeckt wird. Und jetzt mal schauen, was er da in der Stadt vors Rohr bekommen wird. Hat auch ein bisschen Unterstützung, auch das ist immer wichtig. Da ist ein IS-6, der dabei ist. Zwei Kometen, ein Rheinmetall, der schussbereit steht, wobei der wirklich mehr auf die Mitte halten wird. Aber dementsprechend sollte hier da ein bisschen was gehen. Brett59 übrigens, vielen Dank natürlich fürs Einsenden von dem Replay. So, und jetzt hat er da den Panther und den T-43. Da schießt er aus der Hüfte drauf. Sehr, sehr gut. Das muss man erstmal so hinbekommen. Ohne Auto-Aim. Und ohne einzuziehen. Gut, das wäre natürlich davor eh noch schwierig gewesen, weil da der Zaun noch im Weg war. So, jetzt ein Panther 8-8er von der Seite. Aber bisher hat ihn hier seine Panzerung ordentlich geholfen. Denn alle beiden Schüsse, die auf ihn bisher geschossen worden sind, sind beide abgeprallt. Okay, der IS, der macht das aber nicht mehr mit. So, jetzt schaut der Panther nochmal vor. Da wird er zwar gekettet, aber die Panzerung hilft da wieder. Und kann selbst den Schuss ins Ziel setzen. Gleich nochmal den nächsten. Sehr schön, was er jetzt hier macht. Da dürfte der Panther keine Chance haben, ihn zu durchschlagen. Und der Panther bleibt da stehen, wartet darauf, dass er den nächsten bekommt. Das Einzige, man hätte vielleicht versuchen können, auf die Kette zu zielen. Aber man sieht, was der Gegner hier an Panzern hat. Und sein Team selber rückt jetzt so langsam mit Uni nach. Ah, gut, auch da hat den Panther getroffen. So, der ES hat da das Gleiche machen wollen wie letztes Mal. Warten, bis er geschossen hat und dann den Schuss selber rauszusetzen. Aber in dem Fall hat er hier nicht mitgemacht. Gleich der nächste Treffer. 1895 Damage hat er schon hinbekommen. So, jetzt auf den Tiger P. Aber aus der Hüfte ist er natürlich schwierig zu treffen, weil gerade den sollte man auf den Turm schießen. So. Mittlerweile wird die Stadt da ein wenig dezimiert. Seine Kette spielt auch wieder mit. T-43, da hat er eigentlich alles zur Wahl, was er da beschießen will. Und weiterhin macht die Panzerung dann einen super Job. Den Tiger 1, den kann man natürlich schön unten drauf schießen. Wie gesagt, nur Tiger P auf den Turm. Der T-43 macht es jetzt schon mit HE, weil er langsam scheinbar verzweifelt. Aber bevor er gar keinen Schaden macht, immer noch besser als gar nichts. So. Und jetzt wieder die nächsten auf den Tiger 1 raus. T-43 wird wahrscheinlich hier die nächste HE-Granate schießen, aber selbst die hat diesmal keinen Schaden gemacht. Und auch Tiger P fängt jetzt an mit HE. Da sieht man mal, wie die hier verzweifeln an ihm. 3650 Schaden schon abgeprallt. Und jetzt hat er es hier auf dem Turm probiert, aber der hat leider nicht funktioniert.
Und er macht hier einfach alle drei fertig. Alle haben keine Chance. Selbst APCR vom Tiger 1 hat hier nicht funktioniert. Und jetzt ist er weg. Also Wahnsinn, wie die hier an ihm verzweifelt sind. So, jetzt wartet er das nächste Mal, bis der T43 rauskommt, um den rauszunehmen. Oder er probiert es auf den Tiger P vielleicht. T43 traut sich schon nicht mal mehr vor. Ah, schade. Ich dachte, jetzt wo er rauslurrt, passt es. Aber in dem Fall doch nicht. So, und jetzt, wie gesagt, oben drauf auf den Turm. Natürlich hat er auch mit dem Durchschlag nicht so große Probleme, den normal zu durchschlagen. Aber der Turm, das ist der Place to be beim Tiger P. ...4.685 Schaden schon angebracht. Ah, der letzte, den er gebraucht hätte, um hier dem Tiger P zu zerstören. Vielleicht mit dem nächsten Schuss ja jetzt. Und da ist er auch weg. Und jetzt einzig und allein noch der T43, den er hier gegen sich hat. Und dann hat er die alle dreimal ordentlich bespaßt. Und da sieht man einfach wieder mal das gute Stellungsspiel ausmacht. Und jetzt hat er auch den T43 endlich von der Backe bekommen. Bei 5.119 Damage schon und 4.870 geblockt. So, jetzt der 112er lässt ein Hitpoint stehen. Das ist ja zum Mäusemelken. So, jetzt IS. Aber der hat einfach schon eine sehr gute Kanone. Und jetzt den einen Hitpoint lässt er da auch noch stehen. 18-9 das Ergebnis bis dato immer noch sehr knapp. So, 112 hat geschossen. Ne, da oben drauf, das ist schwierig. Also da sollte eben schon auf die untere Frontplatte schießen. Hat auch da eigentlich alle Zeit zum Zielen gehabt. Und gleich nochmal. Wollte jetzt mit HE den letzten Hitpoint wegmachen. Also jetzt hat er da gegen den 112er gerade nicht so wirklich den Plan, was er machen soll und wie er es machen soll. Aber jetzt hat es dann doch funktioniert mit der HE-Schelle. Wie gesagt, ein Hitpoint. Das macht normalerweise das alles gut mit. Und jetzt wird hier der Turm ein wenig gereckt, dafür, dass der IS da nicht so leicht durchkommt. So, jetzt nimmt er den raus mit Auto-M. Kanone ist hinüber, hat er auch noch nicht repariert. Super Pershing schießt er mit Premium. Mit dem nächsten Schuss kann er ihn wegmachen. Und das macht er auch. Sehr gut. Und damit steht es jetzt 12-11. Sein Team geht damit in Führung. Und er hat 6040 Damage bisher abgeprallt und 5840 gemacht. Also das ist eine absolute Sahnerunde. So, Kanone ist immer noch hinüber. Will er scheinbar auch nicht reparieren. Ah, jetzt hat er eigentlich hier den Schuss frei gehabt auf den Cromwell, aber der IS-3 war da ein wenig schneller. Und jetzt seitlich hier auf den VK. Genauso. Da sieht man mal wieder, was der Löwe einfach auch für eine gute Kanone hat. Und er muss aufpassen, dass er hier dem Ferdinand nicht zum Opfer wird. Na, sehr schön. Da zündet er auch noch den VK 101 an. Denn eigentlich hätte der Schuss nicht gereicht. Aber damit konnte er ihn dann wegmachen. Und jetzt hat der Ferdinand da massive Probleme. So, und jetzt will er den Ferdinand noch bekommen. Aber der hat sich rechtzeitig hinter den Stein gestellt. Aber da ist die Runde auch schon beendet. Wir haben 7 Kills gesehen. Wir haben 10 Vehikel, die er angekratzt hat, gesehen. Wir haben 6.922 Damage gehabt und 6.040 abgeprallt. In einem Achter ist es eine wahnsinnig gute Leistung und dementsprechend verdiente 2022 Basis XP. So, das war's. Replay of the Week ist damit rum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.